Ja, moin, willkommen zu einer neuen Folge Neues aus Thalheim. Heute habe ich mal vier Diesellokomotiven aufgegleist. Ich sage wieder ein bisschen was zu denen und dann gibt es wieder das Fahrvideo, wie schon des Öfteren gehabt. Kommen wir als erstes zur ältesten. Das ist diese hier, das ist die V80. Von denen wurden 10 Stück gebaut. Die Hersteller waren MAK und Krauss-Maffei. Die Baujahre waren 1951 und 1952. Sie hatte eine Länge von 12,8 Metern und eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer. Und wurde dieselhydraulisch angetrieben mit einem 12-Zylinder Viertakt-Dieselmotor. Ja, das letzte verbliebene Modell von dieser schönen Lokomotive ist 2005 verbrannt. Aber es konnte wieder eine neue angeschafft werden im Tausch gegen eine Baureihe 216, wurde diese hier aus Italien zurückgeholt. Als nächstes kommen wir hier zu der Baureihe 212. Die Baureihe 212 wurde in den Jahren 1962 bis 65 gebaut, hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Gegenüber der V100, ihr Vorläufermodell, die hatte nur 90 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Sie wurde von der MAK hergestellt und wird von einem 12-Zylinder Viertakt-Dieselmotor angetrieben. Dort hinten die kleine Schönheit, das ist die DHG 700. Von ihnen wurden 55 Stück gebaut. Der Hersteller ist Firma Henschel. Sie wurde in den Jahren 1973 bis 1985 gebaut. Hat eine Länge von 9,8 Metern. 507 kW, das sind 690 PS. Und wird auch von einem 12-Zylinder-Dieselmotor angetrieben. Wurde fast vornehmlich nur für den Werksverkehr eingesetzt. Und hatte eine Höchstgeschwindigkeit oder hat eine Höchstgeschwindigkeit von 37 Stundenkilometer. Und ganz hinten seht ihr die G1700 BB der Firma Vossloh. Von denen wurden 29 für den deutschen Markt, 79 für die Schweiz und 2 für Spanien gebaut. Die Baujahre waren 2002 bis 2011. Sie hat eine Länge von 15,2 Meter. Und wird auch dieselhydraulisch von einem Caterpillar-Motor angetrieben. Die installierte Leistung sind 1700 bzw. 1500 kW. Und sie hat eine Dienstmasse zwischen 80 und 88 Tonnen und eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer. Jo, das war dann wieder ein bisschen was zu den Lokomotiven. Ich hoffe, man konnte das einigermaßen verstehen. Denn das Mikro von diesem Handy ist nicht mehr ganz so doll. Irgendwie haut das, naja, es gibt langsam seinen Geist auf, ne? Aber viel Spaß jetzt beim Fahrvideo.
Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Hab wieder ein kleines bisschen dazugelernt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß weiterhin beim Hobby. Bleibt gesund, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Neues aus Thalheim. Also bis dann. Tschüss.